In diesem Video möchte ich Ihnen das neue Apple iPhone 7 Plus vorstellen. Anfang September hat Apple die neue iPhone 7 Generation vorgestellt. Dazu gehört das iPhone 7 und das 7 Plus, was ich hier in den Händen habe. Ich bin einer der ersten glücklichen Kunden, die das 7 Plus von der Telekom geliefert bekommen haben und möchte das gerne in diesem Video etwas näher vorstellen. So, zunächst zum Lieferumfang des iPhone 7 Plus. Ich habe hier einmal einen kleinen Booklet mit dabei. Da sind ein paar Kurzanleitungen in verschiedenen Sprachen enthalten. Hier ist das Öffnungswerkzeug, um den SIM-Kartenhalter des iPhones zu entfernen und die SIM-Karte einzulegen. Dann habe ich hier das Gerät selbst. Das ist hier in der Farbe Schwarz und diesmal auch richtiges Schwarz, auch auf der Rückseite. Zum Vergleich habe ich hier noch das alte iPhone 6 in Space Grau. Damals gab es ja kein richtiges Schwarz. Und neben diesem Schwarz, was ich hier in der Hand habe, gibt es auch ein Diamantschwarz, was dann nochmal etwas glänzend ist. So, dann haben wir hier dabei ein Netzteil. Passend dazu hier unten noch das Netzkabel mit Lightning Adapter. Und was Neues bei der 7er Serie des iPhone ist hier dieser Kopfhörer, denn der wird jetzt nicht mehr per Klinkenstecker, sondern per Lightning Adapter am iPhone angeschlossen. Und um vorhandene Kopfhörer anzuschließen, liegt hier auch ein Adapter dabei, Lightning auf Klinkenstecker. Auf der rechten Seite habe ich hier das iPhone 6 Plus und links das 7 Plus. Man sieht hier ganz gut, dass die Klinkenbuchse für den Kopfhörer beim 7er Modell hier verschwunden ist. Dafür hier ein doppelter Lautsprecher, der auch bis zu doppelt so laut ist wie beim 6S oder 6er Modell des iPhones. Wenn ich das Ganze nochmal drehe, hier unten jetzt das 7er, da ist hier auf der rechten Seite dieser Schlitz, den man sonst ans Ohr hält, auch etwas größer. Beim 7er iPhone ist das Ganze nämlich jetzt ein Stereo-Lautsprecher, das heißt, ich habe dann hier links und rechts den Klang, so ich das Ganze mit Stereo-Sound genießen kann. So, wir haben hier die Rückseite der beiden Geräte. Hier beim 6er Modell sieht man hier noch diese hellen Streifen auf der Rückseite. Das ist ja die Antenne, die ist jetzt beim 7er Modell deutlich besser versteckt, dass es eine schöne Rückseite ist. Aber der wesentliche Unterschied ist auch oben die Kamera. Rechts beim 6 Plus sehen wir die einzelne Kamera mit dem Blitz daneben und links beim 7 Plus die Doppelkamera oder die Dual-Kamera mit einem auch deutlich helleren Blitz. Dual-Kamera insofern, ich habe ein Tele- und ein Weitwinkel-Objektiv und je nach Zoomstufe, ich habe jetzt hier einen echten zweifachen optischen Zoom und je nach Zoomstufe wird halt die eine oder die andere Kamera verwendet. Das Ganze funktioniert aber in der Bedienung dann völlig nahtlos und 12 Megapixel kann die Kamera also auch gestochen scharfe Bilder. Auch die FaceTime-Kamera oben auf der Vorderseite des iPhone wurde gegenüber dem 6er Modell deutlich verbessert und selbst gegenüber dem 6S, das hat ja eine 5 Megapixel Kamera, hat das 7 Plus jetzt eine 7 Megapixel FaceTime Kamera oder Selfie Kamera. So, die restlichen Seiten von 6 Plus und 7 Plus sind unverändert geblieben. Ich habe hier auf der rechten Seite den Ein- und Ausschalter und den SIM-Karten-Slot Nano-SIM weiterhin. Oben keine weiteren Anschlüsse und hier auf der anderen Seite laut und leise und den Lautlos-Schalter, um das Gerät schnell stumm zu schalten. Unten die Taste oder der Home-Button ist weiterhin ein Fingerabdrucksensor, der ist deutlich schneller geworden auch. Und es ist keine physikalische Taste mehr, die sich hineindrücken lässt, sondern letztlich nur noch eine Touch-Taste, die ein haptisches Feedback gibt, wenn man sie drückt. Hintergrund ist hierbei, dass einfach das neue iPhone 7 Plus ja IP67 zertifiziert ist, also Wasser- und Staub geschützt ist. Und damit einfach, wenn keine physische Taste mehr da ist, dann letztlich da kein Wasser und kein Staub eindringen kann. Die Größe vom Display ist unverändert geblieben mit 5,5 Zoll. Gegenüber dem 6 oder 6S ist das Display vom 7 Plus deutlich heller geworden. Das sieht man natürlich hier im ausgeschalteten Zustand nicht. Und auch der Farbraum ist deutlich erweitert worden. So, das iPhone 7 Plus ist jetzt hier fertig eingerichtet. Ich habe alle Updates installiert und die Daten aus der iCloud wiederhergestellt von meinem alten Gerät und kann jetzt ganz normal wieder arbeiten wie mit meinem alten 6 Plus. Hier nochmal zum Zeigen auch die neue Kamera. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, es gibt diesen Zweifach-Zoom, den kann ich relativ schnell auswählen und habe dann hier direkt diesen optischen Zweifach-Zoom und kann natürlich aber digital auch noch viel näher ranzoomen. So viel zunächst zum neuen Apple iPhone 7 Plus. In einem anderen Video in unserem Kanal zeigen wir noch das Einlegen der SIM-Karte und die Inbetriebnahme des neuen Gerätes. Und auf unserer Webseite finden Sie alle Informationen
wie Sie das Gerät mit einem Telekom Magenta Mobilvertrag bestellen können.